Cengiz Kabalakli guckt nochmal durch. Los geht's, der WSV von links nach rechts. Borussia Mönchengladbach von rechts nach links. Und da haben sie den Demming so ein bisschen aus den Augen verloren. Der flankt in die Mitte. Hagemann! Erste gute Offensivaktion des WSV nach knapp 3 Minuten. Und direkt die Kontermöglichkeit für die Gladbacher. Schröers in der Mitte, Borges Sanchez gegen Müller. Bastian Müller, toller Ball auf Kevin Hagemann da. Im 1 gegen 1 jetzt gegen Kahn Kurt, legt den zurück. Peitz! 1:0 für den Wuppertaler SV. Nein, abseits. Da hat der Güler noch seinen Schlappen dran gebracht und das war das Problem bei der ganzen Geschichte. Peitz mit ganz viel Raum am Strafraum-Eck zieht ab. Ja, und hat er dann wirklich den Schlappen dran? Wahrscheinlich ja. Sonst kommt Maximilian Brölder an den Ball ran. Der sitzt hier nur auf der Bank und kommt nicht auf den grünen Zweig. Toller Ball jetzt von Hanke. Wieder Richtung Lukas Demming. Sehr, sehr agil überall zu finden. Wen kann er mitnehmen? Stiepermann. Der nimmt Hanke mit. Philipp Hanke, Elfmeter. Freunde, zweite Fehlentscheidung in meinen Augen nach der nicht gegebenen Karte gegen Lofolomo. Gucken wir uns das an. Hanke legt sich den Ball vorbei. Die Grätsche von Ducouré. Der trifft ihn unten am Knöchel. Keine Ballberührung. Klarer Elfmeter. Abschluss. Auch wenn er nicht sonderlich präzise war. Jetzt der Fehler von Kemper in der Vorwärtsbewegung. Stiepermann, toller Ball mit dem Außenriss. Güler, Brüll, nein! Wahnsinn! Was für eine Szene! Aber auch sowas soll es mal zwischendrin geben. Und der WSV weiter aktiv. Güler. Stiepermann, gute Körperbewegung, nimmt Güler mit in den Strafraum. Das macht er einfach fantastisch. Es gibt keine bessere Nummer 9, sprich Mittelstürmer in der Regionalliga West. Eiskalt dieser Sidi Güler. Fantastisch. Stiepermann wartet genau den Moment ab, wo er spielen kann. Perfekt getimter Pass. Und Semih Güler macht das, was er am besten kann. Tore schießen. Stiepermann, hat er mal eine Idee? Da haben die Gladbacher nicht aufgepasst. Kevin Hagemann. Genau der falsche Weg. Müller aus dem Hintergrund. Hoi, hoi, hoi. Der nähert sich dem Tor auch immer mehr an. Aber auch eine Leistung von Enrique Lofolomo. 12 gelbe Karten in dieser Saison zu kassieren und nicht einmal vom Platz zu fliegen. Der Sechser der Gladbacher. Ich habe es eben gesagt, eine aggressive Spielweise, die er da an den Tag legt. Borges Sanchez, Foulspiel da von Salau. Und der hat schon gelb. Und das ist der Platzverweis für Noah Salau. Das war dämlich. Und das ist ein Bärendienst, den Noah Salau da gerade seinen Mann erweist. Völlig verdient. Und plötzlich kippt die Stimmung. Und das 1:1 im Anschluss. Conor Noss mit dem Ausgleich für die Gladbacher. Die Zuordnung passt nicht. Gucken wir jetzt nochmal. Freistoß gut reingebracht. Und dann ist es Conor Noss, der das Ding einnickt zum 1:1 Ausgleich. Zuordnung passt bei dieser Standardsituation einfach nicht. Ist aller Ehren wert. Stiepermann. Millimeter, aber der passte. Hagemann jetzt mal mit ein bisschen Grün. Kevin Hagemann. Was er den Kanada gegen Oberhausen gezeigt. Hagemann! Güler setzt da gut seinen Körper rein, holt den Einwurf raus.
Nimmt Lukas Demming mit. Bisschen schlampig gespielt, aber auch die Gladbacher im Spielaufbau schlampig. Schliepermann jetzt mal mit ein bisschen Platz. Peitz. Peitz! Guter Ball Richtung Kahn Kurt. Das ist das 2:1. Richtig stark gemacht von den Gladbachern. Traumpass in die Schnittstelle rein. Gucken wir uns jetzt gleich nochmal an. 2:1 für die Gladbacher. Guter Pass in die Schnittstelle. Franz Langhoff dann in dem Moment ausnahmsweise einen Schritt mal zu spät. Und dann drehen die Gladbacher nach 72 Minuten dieses Spiel. Aber das sind natürlich genau die Situationen, die jetzt entstehen. Du hast unter der Woche auf einem schwer bespielbaren Tiefenrasen gespielt. Evandro Sanchez Borges, 3:1, direkt der Doppelschlag. Ob das jetzt verdient ist, Montag mit dem Fehler gegen Sanchez Borges im Zweikampf. Und der bleibt vor Franz Langhoff eiskalt. 3:1 für die Gladbacher. Auch 2 Tage Regeneration bei einer englischen Woche und so einem Rasen. Die bringen dich natürlich dann auch nicht ganz weiter, gerade wenn du auch mit angeschlagenen Spielern spielst. Montag gegen Telalovic. Telalovic. Montag, der rettet dann auf der Linie nochmal. Müller. Güler! Leon Schwerz! 2:3! Sie geben sich nicht auf. Und das ist ein Fakt. Egal wie das hier heute ausgeht, der steht. Die Moral in dieser Truppe ist sehr gut. Güler. Fantastischer Abschluss und eine noch fantastischere Parade von Maximilian Brüll in dem Moment. Leon Schwerz mit dem Abstauber zum 2:3. Kommt ja auch aus der eigenen Jugend bei den Gladbachern. Macht eine richtig starke Partie, auch wenn er sich schon 2 Gegentore gefangen hat. Aber an dem war er schuldlos. Hagemann nochmal. Hagemann setzt sich da durch. Müller. Peitz! Was muss der denn noch machen, damit er heute mal den Ball im Tor versenkt? Tobias Peitz. Und der WSV löst sich jetzt hinten auch ein wenig auf. Leon Schwer ist jetzt vorne mit drin. Kader. Chagatay Kader, Abschluss. Müller nimmt Güler damit. Güler! Brüll! Müller, ja. Da schwinden die Kräfte natürlich auch irgendwann. Jorge Sanchez. Conor Noss. Eiskalt, 4:2. Gnadenlos diese Gladbacher. Wieder Conor Noss, Doppelpack. Jorge Sanchez legt den da gut rüber und Conor Noss ohne jede Chance. Und der Schiedsrichter, der hat noch Spaß an der Partie. Hagemann auf Müller. Kabalagli, jetzt hat er ein Einsehen. Nach 93 Minuten pfeift der Schiedsrichter ab. Und irgendwie mutet es komisch an. Der Wuppertaler SV unterliegt 2:4 zu Hause, was dem Spielverlauf in keiner Form entspricht.